Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 30.05.2022. Damit noch den vorletzten Handelstag im Mai. Ich glaube, das habe ich im Freitag schon mal ein bisschen anders erzählt oder für die Analyse. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass am Freitag die Monatskerze zugeht. Das ist natürlich nicht richtig, wenn noch zwei Tage folgen. Dennoch hat sich unser DAX ganz gut gemacht. Ist hier aus seinem Sprung von der Klippe auf den Koffer gesprungen und direkt weiter gen Himmel gewandert. Und ich habe mir jetzt die vorherige Analyse nicht nochmal angehört. Ich weiß gar nicht, was wir gestern gesagt hatten. Kann mir aber eher sowas vorstellen, wie dass wir angesichts der Lage gesagt haben, 4,45 wäre ein nächstes Ziel, 3,50, 3,60 hier sollte man ein bisschen hingucken. Die zuckt bestimmt. Und darüber sonst im Zweifel noch die 14.600. Solange, ja, was haben wir gesagt? Ich habe es mir leider nicht angehört, aber bestimmt haben wir gesagt, darf nicht unter 100 fallen und Support im Bereich um 200, 1,80. Das würde ich zumindest, wenn ich jetzt nochmal neu analysieren würde, so sagen. So, und das hat er getan. Er hat sich gehalten, er hat sich über der 200, 1,80 sehr, sehr, sehr deutlich gehalten, hat sich hochentwickelt, hat sich in die 350, 360 reingeschlagen, dort ein bisschen reagiert, natürlich nicht genug, um da was zu kippen, hat dann neue Hochs gemacht, somit die 360, 350 rausgekickt, nächste Ziel aktiviert bei 4... 14.445, schon 500 erreicht und sich somit natürlich auch schon das nächste Ziel angeteasert bei 14.600. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir ein bisschen positiver reinstarten in den Montag. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Feiertag bei den Amerikanern ist. Bei Feiertag, amerikanischen Feiertagen, ist es in der Regel so, dass viele Händler, auch in weiten anderen Teilen der Welt, grundsätzlich eher dazu neigen, zu Hause zu bleiben. Da passiert in der Regel gar nichts. Nicht, weil, wenn die Amerikaner nichts machen, an den Weltbörsen nichts passiert, ne, weil die 100% der Bewegung machen, sondern weil wirklich viele dann einfach sagen, nee, wenn die Amerikaner eh nicht da sind, dann brauche ich mich da nicht verpulvern. Warte ich, bis die dann wieder mit dabei sind. Die sind nun mal Global Player und auf die wird gewartet. Und wenn die amerikanischen Indizes nicht bewegen, dann brauche ich hier nicht mich im DAX wundfuscheln. Fertig aus und somit bleiben die zu Hause und dann ist immer relativ viel Bewegung. Das heißt, es kann sein, dass wir eine relativ positive Eröffnung reinkriegen, vielleicht sogar in die 600 rein. Ja, das würde mich jetzt nicht verwundern, wenn er da vielleicht sogar einen Xetra hin startet und dann dort einfach stehen bleibt. Runter geht auf den Gap Close, vielleicht wieder zurücktänzelt, einfach stehen bleibt. Einfach stehen bleibt zur Seite, macht einen kompletten Tag zur Seite. Mal ein neues Hoch, ein neues Tief, ein neues Hoch, ein neues Tief, irgendwie sowas in die Richtung, dass er die Leute so ein bisschen auf die Geduldsebene rausgeschoben kriegt und das einfach rauszögert. Ja, Punkt. Das wäre auch meine Erwartungshaltung für den Montag angesichts dessen, dass Feiertag ist. Ansonsten hat unser DAX von der Chartlage her sich hier jetzt erstmal gut Platz frei gemacht. Ich würde mal kurz bloß was überprüfen wollen. Wenn ich jetzt das hier ansetze, dann hätten wir ja schon noch auf jeden Fall Platz. Also hier oben haben wir nämlich noch ein offenes Gap. Das liegt im Bereich um 8,60. 8,60, 8,30 wäre dann, denke ich, so ein schönes Bewegungsziel für die aktuelle Bewegung, die sich hier gerade rausschiebt. Von dort, von wo aus dann auch erstmal nochmal wieder deutlichere Gegenbewegung kommen könnte. Ne? Also deswegen würde ich dann hier so mal so einen Zielkorridor-Pfeil reinmachen. Heißt nicht, dass das jetzt direkt erreicht werden muss, aber von dort würde ich dann wieder erstmal mit ein bisschen mehr Gegenbewegung rechnen, bevor dann vielleicht auch eine 200-Tage-Linie hier im oberen Bereich wieder interessant wird. So, das heißt, hier wird es langsam dünn mit Zielen. Wir haben auch horizontale Unterstützung hier im Bereich um, was ist das? Das letzte Hoch liegt bei 14.598, also nicht ganz die 600, ein bisschen davor. Das, wie gesagt, fände ich ein schönes Eröffnungsniveau für den Montag. Und dann, ja, darf auch Gap zumachen, wieder hoch, zurück, irgendwie zur Seite, Dreieck, Range, was er will. Das würde am besten passen, sieht man relativ häufig. Aber Trendposition, Trendlage bleibt erstmal positiv. Hier auch nochmal der Hinweis. Ne? Ich habe manchmal den Eindruck, viele sind immer so genervt, wenn ich euch schildere, dass mich Leute kritisieren, dass mir viele schreiben, sie sehen das anders. Eigentlich versuche ich euch durch die Blume zu sagen, hey, passt mal auf, erinnert euch ans letzte Mal, wenn Leute sich bei mir melden und gegen meine Analysen wettern, kannst du fast zu 98, 95% davon ausgehen, dass genau dann aber meine Analyse auch trifft. Sonst nicht immer. Aber wenn die ganzen Leute sich immer wieder bei mir melden und sagen, das stimmt doch nicht, du machst doch nur Scheiße, dann muss man eigentlich das, was ich vorgebe, handeln, weil dann trifft es immer. Wenn ich mich aber hinstellen würde in der Analyse für einen Donnerstag,
und zum Freitag sage, hey, die Leute sagen, der muss ja fallen wegen Ukraine, wegen Amerikanern. Ich sage aber, der steigt. Wenn die anderen das sagen, dann steigt es immer zu 100% garantiert. Glaubt mir, handelt long. Funktioniert es natürlich auch nicht. Ne? Deswegen schildere ich euch das einfach immer wieder. Was geben mir andere für Feedback, damit ihr auch diese Regelmäßigkeit erkennt, dass ihr das auch erkennt. Wenn ich sage, es geht hoch. Und ich sag euch, alle anderen sagen zu mir, aber hey, du machst Scheiße, deine Analysen sind kacke, ich will das nicht mehr, dass du das machst, bitte mach was anderes, bitte analysiere den DAX nach unten, dass ihr dann einfach das Bewusstsein entwickelt und sagt, okay, Sentiment, aha, interessant, schön zu wissen, danke für die Info, Martin. Und dann einfach mit ein bisschen mehr Motivation auf der Long-Seite unterwegs seid. Ne? Deswegen teile ich euch das mit, ich teile das euch nicht mit, weil ich mitdeiten möchte oder weil ich möchte. Und dass sie mir alle sagt, ach ja, Martin, mach dir keine Gedanken über die Kritiker. Das ist nicht der Grund, warum ich euch das sage, sondern es ist wichtig, dieses Sentiment immer ein bisschen im Blick zu halten. Seit wir die Analysen machen, betone ich das immer wieder und gebe es immer wieder mit, ne, wie sind so die ganzen Leute investiert, wo liegt der Schmerz, wo kann eine Bewegung hingehen? Und es sind eigentlich immer die interessantesten Momente überhaupt im Chart, weil das am treffsichersten überhaupt funktioniert. Wenn Charttechnik mit so ein bisschen Sentiment-Analyse zusammenkommt, das ist eigentlich fast unschlagbar. Ne? Dann hast du immer Bewegungsvorteil. Ja? Und deswegen habe ich euch das erzählt, die letzten Tage ein bisschen ausführlicher, um einfach zu sensibilisieren, dass der wirklich nach oben durchknallt, dass ihr auch aufpasst, dass ihr dann nicht auf der Gegenseite durchsteht, wenn der Chart uns das so vorgibt, die anderen sagen und so weiter und so fort. Naja, das einfach nochmal ein bisschen bewusst sein, weil ich das schon wieder ganz viele Mails gekriegt habe, von wegen, ja, macht ihr doch nicht so einen Kopf und lasst sie doch alle erzählen. Mir ist das doch scheißegal, was die anderen erzählen, aber mir ist doch wichtig, dass wenn alle Short erzählen und ich sehe den Markt und ich bewerte den Markt und der geht für mich oben nochmal raus und ich sage das dann und dann werde ich dafür angegangen, dann ist das für mich einfach, das ist so, dann bedanke ich mich dafür. Das ist einfach Verstärkung der Analyse. Das müsst ihr verstehen. Das müsst ihr wirklich verstehen und verinnerlichen halt. Ne? Also beim nächsten Mal dann halt einfach nicht sagen, oh, armer Martin, sondern wirklich sagen, hey, cool, komm, zack, nehme ich mir mal. Die 100 Punkte nehme ich mir mit. Das soll's hin. Ja, also das nur nochmal zum Verständnis. Das ist irgendwie immer mal, jedes Mal so, wenn wir das machen. Ich hoffe, dass das nicht immer die gleichen sind, die das einfach nicht verstehen, sondern das dann jetzt mal mitnehmen. Aber ich wollte es nochmal ein bisschen darstellen oder ausführen, ne, damit ihr das für euch auch nutzen könnt. Sonst hat das keinen Mehrwert, dann brauchen wir nicht darüber sprechen, wie die anderen immer so alle unterwegs sind. Das finde ich, hat manchmal den größten Mehrwert überhaupt an der Analyse hier. Ja. Weil das pusht die charttechnische Analyse nochmal richtig dann halt, wenn die von der Sentiment-Seite nochmal Unterstützung findet. Das ergibt die besten Situationen überhaupt. Also, Punkt um. Wir haben erstmal eine intakte Aufwärtsbewegung. Wir haben einen Abwärtstrend, der gebrochen ist. Das betone ich nochmal ganz gerne. Wir gucken auch nochmal in den Tageschart über mehrere Achsen jetzt auch. Ne? Also, wir haben kleine höhere Hochs. Das wird jetzt hier auch mit dem nächsten dann nochmal was fallen. Wir klettern jetzt am oberen Band drauf. Das haben wir auch schon mal besprochen. Und wir haben die Abwärtstrendlinien, die man von den Hochpunkten ziehen kann, egal in welchem Winkel. Jetzt in der Maximale gestoßen. Das heißt, es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, wie ich einen Abwärtstrend ziehen kann, der noch aktiv ist. Er ist definitiv raus. Und das gibt natürlich unserem DAX hier noch Bewegungsspielraum. Ja, auch auf der Ebene 200-Tag-Linie, vielleicht hier auch 14.800, das offene Gap hier, das ist definitiv noch drin. Vermeiden sollte der DAX natürlich jetzt Montag, Dienstag einen Rückfall unter 14.200. Unter 14.200 wäre sonst ja wieder ein Umkehrsignal. Wäre wieder ein Schwächesignal und würde ihm dann wahrscheinlich erstmal wieder in den Bereich zurückführen. Ja, so ein Bereich unterhalb von 13.800 nochmal. Ja, also sollte vermeiden. Sollte am Montag am besten wirklich schön Start nach oben, ruhig ein bisschen holprig, ruhig ein bisschen überrumpeln, dass die Leute erstmal noch gar nicht so richtig den Kaffee geschluckt haben, gar nicht wissen, was passiert und dann einfach nichts mehr machen. Das wäre ideal Voraussetzung für ein bullisches Szenario, auch um die nächsten Tage dann noch ein bisschen weiterzukommen. Das wäre ideal. Ja, gut, und von da brauchen wir, denke ich, gar nicht weiter drauf gucken. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag, zum Montag und ja, vergesst nicht, dass US-Feiertag ist. Ne? Nicht zu viel erwarten. Ja, also, das ist erfahrungsgemäß, das können auch mal Tage sein, da echt, da kannst du um 10 ganzes Handy ausmachen oder einen Laptop. Und guckst 14 Uhr nochmal drauf, es steht der Kurs noch an der gleichen Stelle, guckst 17 Uhr nochmal drauf, steht der Kurs an der gleichen Stelle, guckst 22 Uhr nochmal drauf, ist der Kurs immer noch an der gleichen Stelle. Es ist früh immer nochmal ein bisschen Bewegung und danach in der Regel aber absolut tote Hose. Deswegen, ja, nicht so viel erwarten. Okay, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg zum Montag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.